Heute dürfen wir dabei sein, wie Antonio Correale vom Ristorante Castello Pizzas reinbringt in die Station, wo die Corona-Fälle liegen. Die Pizzas sind natürlich eine Spende vom Ristorante. So, hallo, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, heute in der Leopoldina ein paar Pizzas zu spendieren? Ja, die Ärzte und die Arzthelferinnen sind im Moment so gestresst, dass sie wahrscheinlich selber keine Zeit haben, sich was zu kochen. Dann habe ich gedacht, okay, dann tun wir für einen guten Zweck ein paar Pizza und ein paar Nudeln ausgeben. Die mussten nicht so viel Leistung bringen im Moment. Und wir sind froh, dass die da sind. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, von Ristorante Castello Schweinfurt Kleinigkeiten zu spendieren. Wie läuft es denn allerweil, Ihr Restaurant? Ist ja geschlossen, aber... Ja, also zum Mitnehmen geht ein bisschen was, aber für die Kosten langt es nicht, aber ist okay. Wir sind froh, wenn das Ganze rum ist, dass wir wieder weitermachen können. Das wäre wunderbar. Und schon warten wir vor dem Aufzug, um hinaufzufahren in den 5. Stock. Oh, jetzt sind wir am Aufzug. Jawohl. Jetzt geht's auf die Station. Ja. Der 5. Stock, die Abteilung für die Corona-Fälle. 5. Stock. 5, 1, 2, 4, 5, 3. Ah ja. Hi. Hallo. So. Vielen Dank. Jawohl, danke schön. Alles gut. Warte, ich habe ein paar verschiedene Nudeln gemacht. Super. Ein paar verschiedene Dank. Pizza. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Ja, ich weiß, ihr habt sehr viel Arbeit. Ja. Aber wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr. Ja, vielen Dank.